Also wer jetzt dachte, die Kameras hier sind Herdplatten, der, also... Das ist eine Herdplatte. Aber mal kurz von vorne. Xiaomi 12S Ultra. Dieses Handy ist einfach nur anders. Wobei nicht von vorne. Das Display ist sehr gut, sehr groß, aber halt nichts Besonderes. Dünne Ränder, abgerundete Kanten und ein Loch für die Selfie-Kamera. Kennt man. Aber lustig wird's erst, wenn wir das Handy umdrehen. Ach du heilige Scheiße. Zwei Dinge sind jetzt hier wichtig. Erstens, die Rückseite hier ist komplett aus Kunstleder. Fingerabdrücke gibt's hier also schon mal nicht. Außerdem rutscht das Handy auch nicht so leicht aus der Hand. Zweitens, hier oben steht jetzt Leica. Kamerahersteller war bisher mit Huawei unterwegs, jetzt eben bei Xiaomi. Unter dieser Herdplatte hier ist ein 1 Zoll großer Bildsensor. Der macht auch bei wenig Licht wirklich geile Bilder. Und bei solchen Aufnahmen wird der Hintergrund auch richtig schön unscharf. Ich würde sogar sagen, dieses Handy hat mit die beste Kamera auf dem Markt. Übrigens, die Hauptkamera, die diese geilen Bilder macht, ist nicht die hier, sondern die hier. Das Ding ist, dieses Handy gibt es in Deutschland nicht. Es wird hier nicht verkauft, man kann die Sprache nicht auf Deutsch stellen und es unterstützt nicht alle unsere Netzfrequenzen. Außerdem fehlt der Google Play Store, wobei man den noch nachinstallieren kann.